Vielleicht ist das auch ganz typisch für diese Technologie, dass zuerst die Bombe war und dann die friedliche Nutzung gekommen ist. Es ist immer so im Raum gestanden, den Super-GAU, den gibt es eigentlich gar nicht. Aus neutronenphysikalischen Gründen ist es einfach völlig unmöglich. Und dann ist eben Tschernobyl passiert. Oberösterreich, das Grenzgebiet zu Niederösterreich, wäre der Standort des zweiten AKWs geworden. Das kann man den Kindern nicht antun. Das war die erste Motivation. Wir sind als Staatsfeinde hochstilisiert worden. Ich habe mit meinem Vater selten politisch gestritten. Aber in dieser Frage haben wir gestritten. Na gut, wir waren das erste Land, das das Modell eines Atomkraftwerkes 1:1 gebaut hat. Zwentendorf ist ein typengleicher Reaktor wie Fukushima. Es hat sicher Aktionen gegeben, also Lampenfieber ist ein Hilfsausdruck. Stopp, Termin. Stopp, Termin. Die Regierung würde nicht reagieren, auch wenn wir uns dort hinten da schießen. Wenn es uns nicht gäbe, gäbe es den Widerstand gegen dieses Kraftwerk nicht, da können Sie sicher sein. Wie der Don Quixote gegen die Windmühlen. Wir kämpfen für Windmühlen. They need to show up, they need to protest. Die Atomenergie ist eine warm gehaltene Leiche. Für die neuen Atom-U-Boote braucht man ein neu designtes Material. Das ist absolut eine kriminelle Handlung. Und deswegen müssen wir dort Druck machen. Österreichs Kernkraftwerke sichern unsere Stromversorgung. Wir werden einiges in unserem Leben dramatisch verändern müssen. Wenn ich mir das bewusst bin, dass ich Beteiligter bin, kann ich in verschiedenen Bereichen Verantwortung übernehmen, dort, wo ich will.